Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu Fast and Furious Crossroads, einem Spiel, bei dem ich dachte, oh, 7. August, cool, da kommt ein Spiel raus, auf das ich mich sehr, sehr lange freue, Horizon Zero Dawn für PC. Und da habe ich gesehen, oh, das kommt ja jetzt auch raus. Huch, am Anfang des Jahres irgendwann angekündigt, oder letztes Jahr irgendwann angekündigt, haben viele Leute unter PS2-Grafik abgestempelt, weiter braucht man nicht. Ich dachte, ja, ist immerhin Anfang PS3-Ära, ist nicht schlecht. Und jetzt gucken wir es uns an. Wir haben den Key geholt, also gekauft, hab's bei Steam gekauft. Da kriegt man ja gar keinen Key. Ich hab's bei Steam gekauft und habe mir gedacht, hey, man kriegt nicht so super viele Rennspiele mit Story. Zocken wir es mal. Gucken wir es uns an. Fast and Furious, immerhin die größte Rennfilmmarke, also Rennfilme, ja, geht ja nicht mehr wirklich um Rennen, die es so gibt. Ich habe irgendwann bei Fast and Furious 7, glaube ich, ausgesetzt, weil es mir einfach irgendwann zu doof wurde. Ich fand Fast and Furious 5, also Fast 5, sehr, sehr cool, weil da alle Charaktere dabei waren und ich mochte dieses Gemeinsame der ganzen Charaktere, weil du hast Dominic Toretto, du hast Leute wie Brian O'Connor und so, die kannst halt schlecht jetzt noch Paul Walkers Figur noch haben, aber du hast auch Leute wie Hahn, ja, Hahn fand ich immer cool, du hast hier Tesh hattest du dabei, glaube so heißt der Ludacris spielt, da hast du halt super viele coole Charaktere und dann irgendwann ist ja irgendwas mit Hahn passiert. Und jetzt im 10. Teil kommt er zurück. Ist auch der einzige Grund, warum ich den 10. Teil überhaupt nochmal gucken werde. Aber sonst war ich ein bisschen raus, weil es ist halt viel zu viel Action mittlerweile und viel zu übertrieben auch. Mittlerweile retten sie ja immer die Welt. In Teil 5 ging es ja wenigstens darum, Tresor auszurauben. Da ging es nicht darum, die Welt zu retten. Fand ich cool. So, und jetzt spielen wir mal hier rein. Nur so viel, falls ich mal ein, zwei Sachen nicht ralle, die in der Story erzählen. Ich habe mitbekommen, Dominic Toretto hat anscheinend jetzt ein Kind namens Brian. Mhm. Ist auf jeden Fall sehr cool. Ich habe kurz reingespielt, um mal zu gucken, wie das so technisch bei mir läuft, ob das alles so passt und ob das alles so funktioniert. Und ja, kleine Info, wir zocken das jetzt mit der ersten Folge auf YouTube an. Danach werde ich das Ganze heute Abend entsprechend auch auf Twitch streamen, das weitere Zocken. Ich glaube, da fangen wir so gegen 20 Uhr einfach an. Die Folgen kommen nachträglich auf YouTube. Keine Sorge, wer da nicht live dabei sein kann. Ansonsten für alle anderen gerne Link in der Beschreibung auschecken. Twitch/DaveGaming73. Da werden wir entsprechend weiterzocken. Und das Ganze, wie gesagt, wird auf YouTube nach und nach hochgeladen. Aber ich habe mir gedacht, das ist einfach mal ein cooles Spiel für einen Livestream. Und auch mal so ein bisschen Singleplayer-Kampagne. Spiel ist übrigens von Slightly Mad Studios. Slightly Mad Studios hat sich gedacht, hey, wir haben so Spiele gemacht, die so ein bisschen in Richtung Rennsimulation gingen. Dieses Jahr machen wir zwei Arcade-Games und nicht nur eins. Ja, Project Cars 3 kommt ja auch bald raus. Aber erstmal das hier. Und ja, wir gucken mal, wie das so ist. So, let's go. Die Musikauswahl ist auf jeden Fall sehr cool. Hab bis jetzt auch keine Probleme gehabt, was so Claims und so angeht. Claims sind kein Problem, wenn die Monetarisierung wegfällt. Das finde ich immer voll in Ordnung. Das interessiert mich nicht. Was aber schlimm ist, ist, wenn Claims dafür sorgen, dass das Video in Ländern gesperrt ist. Teilweise in über 190 Ländern oder weltweit. So, geht direkt los. Mr. Nobody said he'd be there. Yeah. Speaking of Mr. Nobody, I keep thinking about this story of his. I wouldn't have left my boy at home if this threat wasn't serious. No. I mean the part about the single strike that could cripple America for the next 30 years. It sounds like a dirty nuke. Or a dozen of them. You better believe I'm not having baby Brian grow up in a war like that. I wonder if Tej knew what he was getting into when he agreed to babysit. Knowing Tej? Right now, he's wishing he'd trade places with you. Hang on. I'm hearing police reports about a convoy busting out a military base. And headed up the coast. That's him. He just landed, and already our fugitive is on the run. Somebody tipped him off. Yep, just like Mr. Nobody said. Eyes and ears everywhere. Yeah, and if he slips away now, we won't be able to track him. Geht, by the way, auch nicht auf Deutsch. Ist auch direkt die Einleitung. Also es ist der Prolog ohne richtige Einleitung. Let's open up the nitrous and take them out. Und die Steuerung ist ein bisschen hakelig hier und da, aber eigentlich ganz okay. Bam, Junge! Das ist Farbsättigung 3000. Mach ich bei Photoshop auch immer kaputt. Okay. Und du hast ein Manöver. Also du kannst Nitro zünden. So, weiteres kommt jetzt.
so fort. Got more incoming. Looks like this clown's got stupid backup. There's no way around him. Then we go through them. Burnout Takedown Kamera. So, du kannst rammen. Das ist super. Es gibt keine andere Kameraperspektive, by the way. Wer sich eine andere wünscht, kommt vielleicht per DLC, keine Ahnung. Kappa. So. Komm her. Aber das Rammen ist ganz geil, ne? Du kannst auch so kurz, weißt du, Spur wechseln, ohne Blinker einfach. Hui! Hi! No way. Look at that thing. That can't be strong, Eagle. Wow, this fugitive didn't come to play. Ja, Let's Play ist, das Let's Play ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu beobachten, ne? Also ich werde jetzt nicht so super ernst zocken. Let's take him out. Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass das Spiel jetzt nicht unbedingt das absolute High-Class-Spiel ist und das die Speerspitze der AAA-Spielentwicklung oder so. What the hell? You need to take out that flamethrower. Yeah, well, you try it driving blind. I can't see a thing here. Look for the three fuel tanks on the back. I see them. Use the harpoon to pull those tanks off. I'm on it. Ah, Charakterwechsel. Easy. Nice. Two more to go. It's gotta be a billion degrees in here. You just got one Weg damit. Tank. Ja, die ersten 1-2 Missionen habe ich auch schon gezockt. Can't see anything. Wie gesagt, ein paar Sachen getestet. I'm pretty sure my steering. Und bam. That's the guy. Great. Ah, ja. He's got armor piercing rounds. I'll draw his fire. I give anything for a gun right now, or even a flamethrower. I've got something better. I've got something better. Besser als Flammenwerfer? Guter Rücksetzpunkt. Wollen wir mal machen. So, ab geht's. Jawohl, easy. This guy has the entire city of Athens on payroll. Ja, aber ich werde da jetzt auch nicht allzu unglaublich kritisch mit dem Spiel umgehen, ne? Ich find's ganz cool, dass sie die Originalcharaktere haben. Also Vin Diesel und Letty war Michelle Rodriguez. Aber auf jeden Fall klingen die auch nach den Originalstimmen. Hey! Letzter Funken Lebensbalken. Come on! Komm her. Komm her. Bam! Dramatik. Das ist nicht nett. Not so fast. I will kill you both. You've been trying to kill us all morning. How'd that work out for you? Oh, sorry. Tell us about the attack. Laugh it up. We're your last chance to come clean before you spend the rest of your life in Supermax. The Tadakol will protect me. Do you understand what he's talking about? My father used to tell me about him. I'm listening. They're called the Tadakol. They're legends. They're the original highway robbers, but they preyed along ancient trade roads. And this guy is one of them? You will all be dust long before the sun sets on the Tadakol. Yeah, yeah. You and your children will beg for mercy as you perish in the cleansing flames of... Ah! Thanks, babe. It was my turn anyway. This guy was headed for Barcelona. Let me know what you find when you get there. Where will you be? I need to go check on our boy. Hey, Letty. Stay safe out there. You know me. Yeah, I do. That's why I told you to stay safe. They want to play with fire? Then let's turn up the heat. Ja, Mann. Das ist so... Oh, das ist... Oh.
Das ist so dieses 100% Testosteron, Alter. Sie wollen mit dem Feuer spielen, dann heizen wir ihn ein. Bam, Junge! Ja, sehr gut. Ja, also fängt auf jeden Fall den Spirit von Fast and Furious bis jetzt ziemlich gut ein. Ist ein bisschen trashig gemacht, was so verschiedene optische Sachen angeht. Wie gesagt, ist wahrscheinlich jetzt nicht so das riesigste Budget, was die haben. Ja, Qualität des Spiels ist halt ohnehin, denke ich mal, nicht die allerhöchste. Merkt man so bei Beleuchtung oder wenn man auf die Augen guckt oder auf die Zähne, ganz gruselig, Zähne. Ah ja, die Musik ist auch entspannt. Warum heißt sie wie eine Stadt? Wow. Will you look at that? Look at what? Barcelona. Cam, please. You can't tell me. Die haben voll Hollywood kopiert. Ugh. Tyrese Gibson auch? It ain't Miami. Come on. I'm just saying, it ain't home. Yet. Okay, we've got time for one more job before we finish for the day. What you got? Looks like there's a breakdown not too far away. The main recovery firms haven't caught it yet. Avenue del Tibidabo. What's the make? Not sure. Just says compact. Okay, we can get there first. It's not too far away. Man muss Ian Bell mal fragen, ob er glaubt, dass dieses Spiel auch eine Simulation ist oder nicht. Ich muss ihn mal irgendwie auf Twitter anschreiben oder so. Hey Ian Bell, is Fast and Furious Crossroads also a simulation? No better terrain for this 4x4. 3 Minuten, okay, ich muss mich beeilen. Was sind das für Sounds beim Springen? Oh my gosh, I'm so sorry. Oh, Alter, die fahren. Ja moin, die Sprünge nehmen wir mit, aber. Okay, kleiner Szeneriewechsel, kleiner Charakterwechsel auch. Also, Vienna. Ich glaube, das stand auch in dem Dingstext da drin. Den Namen der anderen habe ich mir nicht gemerkt. Where are we eating tonight? At home. You can't keep going to restaurants. Come on. Alter, wie viele Leute. You know that. We're not penniless. And we're on our way to a job right now. So maybe we could go to that dim sum place I know you like. Sorry. Way too expensive. I'll cook. Or maybe you want to step into the kitchen for once. Might do a better job than you. Oh, really? Well, you're still alive, aren't you? Barely. Okay, we'll eat out. But at that Catalan place we went for my birthday. Damn it. Sorry, Cam. You know we don't work on hybrids. Maybe you don't. And we're back to this again? Do you realize how much work we're losing because you refuse to live in the 21st century? This isn't work. You're talking about replacing batteries and a child's toy. Toy, huh? Do you remember when they did the recall after all those cars in New York went crazy? You know how much money we could have made off that? In other words, profit from a terrorist plot? People still need their cars fixed, B. Let me at least take a look. Okay, sie heißt Cam. Cam, okay. Auch hier wieder, okay, gut, direkt eine Klischee-Rolle. Sie mag halt keine Hybridautos, ne? Sie will die Männersachen haben. It's a powertrain problem. Let's tow it to our place. I'll take a look at it on my own time. We're not equipped to fix these things. Let me pop the hood and show you the beauty of these things. Okay. Hitch it up. Yeah? And let's take it over to Sebastian's. He'll give this guy a fair deal. But we better hurry. He closes early on Tuesdays. Wer nennt seine... Der hat, die Werkstatt von ihm heißt ja wirklich Sebastian's. Hey, we brought you a present. Like we had a choice. Thank you. I appreciate it. Hey, what's going on?
Sorry, mi chica. I have a lot on my mind. Thoughts of me? I wish. What is it? Not here. You know how this town loves to gossip. Okay, then. How about we go back to my place for dinner? Cam and I were gonna find someplace in the city, but I can throw something together. Aye. Okay. That sounds good. Let's go. Don't you want to look at the car? My guys can take care of it. Grab Cam and let's go. Cam's good. I want to stay here and lend a hand. You sure? We good? Yep. I'll grab a ride in a bit with one of the guys. Okay, und sie ist die Vernünftige von den beiden. Alles klar. Was ist denn das für Musik? Spielen wir Seifenfilter oder so? Oder? Take a right here. I think we're being followed. Followed? What are you talking about? Okay. Oh ja, da! Lol! Okay. Ich dachte kurz, wir spielen Spy Hunter oder so. Habe ich auch für PS2 hier liegen. Right again. We can lose it in the side streets. Kann ich auch geradeaus fahren hier? What's going on? Oder muss ich da abbiegen? Er sagt ja rechts an, aber. Turn up ahead. Where? Left, here. But we live over to the right. That black SUV has been circling the garage all day. We're going to lead them back to your place if we don't try to lose them. It's just a black SUV. Der wird paranoid. What's going on? You're making no sense right now. Watch out, there's more of them. Head to the tunnel. We can maybe lose them in the hills. What are they gonna do, rob us? Okay. There's nothing in the back. It's me they're after, I think. And why would you say that? Stop stalling, Seb. I can see two cars. No, three. Three still. After the tunnel, take the right. It's a shortcut. Up Tana Pedrosa? You sure it's a shortcut? You've never pointed it out before? I've lived here my entire life. You've lived here only a few seconds. Hey, don't be so touchy. You're the one acting crazy. Geilste Musik für eine Verfolgungsjagd, ganz ehrlich. Geilste Musik für eine Verfolgungsjagd. Geil. Go right here. Up Carretera del Sansón. No one ever goes up there. It's an eyesore, that's why. Yes, well, I'm not arguing with that. Sind die noch da? Nö. Schau, ist entspannt. I think we're clear. Carrying on down the road. Zum Glück waren die keine Geländewagen. Thank you, my love. Whoa. Those must be those famous driving skills you told me about, eh? If I ever need a getaway driver, you've got the job. You'd better have a good explanation for all this. Das ist ja auch mit so einem Akzent, immer reden muss. Ich glaube, das wird mich irgendwann noch triggern. Aber das ist schön. Das ist schön. Hier würde ich auch gerne wohnen wollen. Wenn es halt nicht über 25 Grad ist. Boah, okay, da würde ich auf jeden Fall gerne wohnen. Ist das? Ist das ein Camaro? Geil. Ja, 69. Wow. Where did you find it? Cam and I fished it out of a lake back in Florida. Couldn't bear to leave it behind. So are you finished stalling? Can you please tell me what the hell is going on? I need to come up with a lot of money in 3 days. What? Have you ever heard of the Tadakul? Im Prolog. Should I have? They've been around Barcelona a long time. They're sort of like a group that helps each other with special favors and business deals. In America, we call that organized crime. Oh, shit. You owe the local mob money? Look, when we met, I was completely honest with you about some of my business dealings. Some of which might be considered extra legal. You said you were a provider of information. Look, I point things out to people, and if they're useful, I get paid. So, I provided the Tadakul with some information.
And that info, through no fault of my own, turned out to be slightly out of date. And now they want me to pay them for the expenses lost. Hmm. Exactly how much in expenses? How much? 100,000. That is insane. The Tadakul disagrees. Damn it, Sebastian. How could you let yourself get involved with people like that? Hey, you're not from around here. They're hard to avoid. They have their fingers in everything. Don't you have any savings? A secret stash of unmarked bills somewhere? Ay, come on, V. You know my garage is barely hanging on. That's why you took pity on me, sending me that car. Hey, do you think I'm a criminal? Whoa. Who's a criminal? Oha. Oh, you may as well tell them. Krass. Tell me what? We need a way of making a lot of money in a hurry. So it is true. You owe the Moroccan mob money. What? The guys at the garage like to talk. Oh. Hey, don't worry. I have a solution, but you're not gonna like it. There's a big street race tomorrow night. We are not getting involved with Mauricio. First prize is always some heavily modified ride. If you win, then boom, you've got the money to repay the gangsters. Well, a decent part of it. No way. There has to be some other way. Sebastian can handle it. When you're drowning and someone offers you a life preserver, you don't say, there has to be some other way. You can't reason with them? Oh, these are not people that listen to reason. I hate to say it, but they're right. I either race or I turn myself into the police. Which is probably what I should have done in the first place. If you're gonna stand any chance of winning in that import of yours, it's gonna need a tune-up. Also diese ganzen Objekte in diesem Raum, die überhaupt nicht auf Licht reagieren. So how far are you taking these? Das ist... Like I said, you'd be better off with me doing the work right here. I can handle it. Das ist der Laden aus dem ersten Teil! Well, just remember, these things are extremely volatile. Hm, well, direkt ein Project Cars T-Shirt, Polo. Careful, nee, aber warte mal. Hä? Sind die nicht in Barcelona? Oder ist es so ein multinationales Unternehmen, was sie da haben? Das ist doch... Okay, let's get this race fuel back to the house. We've got all day to work on the car before the race tonight. When was the last time you ran it? Schönes Auto. That track day we did at Catalunya. Catalunya? Oh. New tires then. New fluids. And I've got some pads you can take. Thanks, V. I know you thought I was crazy. Okay, Rennbenzin nicht kaputt machen. I'm so sorry alles klar. About this. I know how you feel about street racing. But Cam is right. This could solve my problem. Oh ja, moin, ey. Acura NSX. Geile Kiste. Dass man hier auch gar kein Tacho oder so hat, finde ich echt ein bisschen komisch. Aber ich finde es nicht super schlimm. Burnout hat auch kein Tacho, aber... Ja. Watch out for this guy. He's not looking where he's going. Ich hätte es für relativ gängig gehalten. You're just different. That's all. Cam's always looking to the future, always finding an angle, hoping for something ja, better. Moin. Okay. I'm always wishing I could turn back time. And I know that makes me seem hesitant sometimes, but was das, oder? I need you to know that I'm just looking. Kann ich die Sachen umfahren? I just want you to be safe. So, ich dachte, das bringt mir irgendwas. Boah, anscheinend nicht. Another one. There's no Alter. Signal in this country? Are you kidding me, Alter? Unmandatory. Kann ich hupen? Keine Hupen für Dave. Great, just what we need. An accident. Looks like there was a police chase. I heard they've been trying to crack down on the street racing scene. Ich glaube nicht, dass es die Polizei stört, dass ich hier rein bin, oder? The last thing we need. Sorry, Officer. Cam will keep an ear out on the scanners. Was? Nein, warum alt-tappt das Spiel? Oh, es ist wahrscheinlich wieder irgendein dummer Store, der sich denkt, oh ja, ich muss den zum Alt-Tab bringen. Wahrscheinlich der Origin-Store. EA, kommt schon, Mann. Fix das mal. Das nervt. Hä, muss ich da hin, oder? Gott, oh Gott, oh Gott. Sorry, falls es euch aus der Immersion rausgezogen hat. So, yeah. If you're gonna do this, I want you to have the best shot possible. I love you.
What? Try not to kill us in a blaze of glory now. Die Musik wieder. Alter, wir fahren einfach nur... Wir fahren einfach nur zu Viennas Haus. Okay, Szenenwechsel. Oh. Oh. Schöner R32. Oh, da ist Sylvia. Dodge Challenger? War das Mia? See, I was right. Mauricio's put up his BMW E30 as first prize, the vampire car. With all those mods, that's gotta be worth 50, maybe 60 grand. That puts a serious dent in Sebastian's tab. Mauricio was also asking about you. He was all like, how come your friend never comes around anymore? I miss her. Tell her I want to see her. Whatever. He likes himself too much to like anybody else. I knew you'd come around someday. In your dreams, I'm here to support a friend. I think you miss the life. I think you miss Miami. Heard you used to roll with Suki and her crew. You heard wrong. Suki? Das ist die im pinken S2000 gewesen. There's my friend. See you around, Mauricio. Just answer me one thing. I really have to go. You truly given up on the streets? How come you brought that sweet ride of yours? I'm willing to go double or nothing. Two cars, twice the price. But only if I see you on the starting line. What? Holy crap. You could win this and you know it. And double means Sebastian's debt would be completely wiped out. Did you forget everything we went through back in Miami? No, I didn't. I just thought you might want to repay one life by saving another. What's going on? Why do I feel like I just missed something important? Vienna's going to race too. No, 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 no. You told me after what happened back home you would never race again. I changed my mind. When we first met, you didn't even tell me you used to race. I thought you were just a cool chick who was into cars. So what, I'm not cool anymore? Oh, I cannot let you do this. Mauricio's put a double or nothing offer on the table. It could wipe out your debt completely. I'm not worth you going back on your vow. Why don't you let me decide what you're worth? Oh, der Eric 7, Alter. So we're partners in this. We'll do this together. Oh, der Eric 7 mit dem Failside-Kit. Oder Wildside, wie auch immer das ausgesprochen wird, it's die Marke. Me. Something's come up with one of our drivers. Tell your boss this could be a very good thing for him. What? Okay, we've got this, V. Mm-hmm. The first turn is a tight left, so take the inside. And then the quicker you can do the hairpin, the faster you can tag me in. Tight left, left again, hairpin, around the Columbus statue, sharp left, and tag. You just keep that engine revving. Drivers, are you ready? This is a relay race. One lap around the BMW. Then, tag your partner in. The winner is the one that crosses the line on the fourth lap. Mm-hmm. Here we go. 3, 2. Warum steht da Supermercat und nicht Supermarket zumindest? Bam, Junge! Let's see what you've got. I gotta throw it in more. Oh. Yeah, I got this. Oh. Let's see how that American whale deals with this hairpin. Watch him learn. I may not be as light as you, but me and the e-brake go back a long way, Mauricio. Yo. Get quick on those shifts now. This is the time to make a gap. Pedal's practically through the floor already, Seb. This looks tight. Hard on the e-brake, and I should slingshot around. Keep it on the red line, Seb. I'm coming in hot. Let's go, baby. Ah, okay.
can drift these corners all day long, Mauricio. Without power, your tuner car is just skidding, my friend. GP2 That's engine. Why I am the king. Wie auch weiß es, wenn Honda fahren. I have power in the streets. Honestly. Perfect time to pop that drift, Seb. Now who's the backseat driver, eh? Keep talking, Mauricio. Your car is going home with me. What? Runde 2 von 4, okay. Wo ist der denn überhaupt? Go, go, go! Great job, Seb. We got this. Komm, Junge. Nice and easy. Got you now, you slimy bastard. Hey, V, there's some police radio chatter. Better make it quick. I don't have infinite gears here, Cam. Your reputation is every bit deserved, Miss Cole. But this isn't over yet. Your boyfriend isn't up to your same high standard. He's still better than you, Mauricio. Oh, I said I'd never do this again. Here we go. Just clip the apex on the right-hand side after the turn, and we've got this. Ah, wie geil, dieser Camaro aus Too Fast, Too Furious. Go, go, go! Den nochmal zu haben, geil. Come on, come on, let's okay. go! Runde 4 von 4. Lol, ist das der Supra aus dem ersten Teil? Nee, er sieht nur... Okay, hat nur ein bisschen grün an der Seite. Ey! Hat nur grün an der Seite, aber... Come on. Nice! Okay. Warum sind die Ausdauer so viel schneller, Mann? You play the game well. But this is my game. And I make the rules. What are you talking about? We've raced completely fair. First rule is the house. Oops. You seem to be out here racing, Mr. Miro. Al Pacino. Should you not be at home gathering our money? Whoa. Oder auch nicht. You can't collect from a dead man. You'd be surprised what we can collect from the dead, my friend. Oh, this can't be happening. Oh, can't you see that I am doing this to pay you back? By winning Mauricio's car? Interesting idea. But Mauricio is one of us. His car, his house, his everything belongs to us. You are trying to win something that is already ours. That's between you and Mauricio. We were about to win this race fair and square. No, V, stay out of this. I'm sorry. I do not recall giving you permission to speak. You now have 48 hours to reimburse us, Mr. Miro. Or would you like me to pursue your debt with her? Das ist ja voll doof. Enjoy the rest of your evening. Vor allem, das ist doch kein Grund, den NSX kaputt zu machen, hallo? Are you okay? Finde ich nicht Come on, cool. We've got to scramble. I'm fine. Cam's right, we gotta go. Finde ich jetzt nicht so cool, muss ich sagen, Mensch. Der arme NSX. Hm. Krass. Oh! Lol. We need to get off the main road. Alter! Geiler hier Renault-Polizeiwagen. Aber das erinnert so ein bisschen an Too Fast, Too Furious. Wieder. An die Dings-Szene hier, wo die Autos alle aus der Garage rauspurzeln. Oder halt an Fast and Furious 1, wo die alle verfolgt werden. Okay, aber ich hatte eher Too Fast, Too Furious direkt im Kopf. Ja, hey, lustiger Einstieg. Wie gesagt, nicht unbedingt absolute High-Class des Grauens, aber lustig. Auf jeden Fall lustig genug, sich das einmal anzuschauen in einem Let's Play. Wie gesagt, heute Abend, für die Leute, die das am Erscheinungstag des Videos schauen, geht es dann auf Twitch weiter. Checkt das sehr, sehr gerne aus. Ab 20 Uhr, denke ich mal, werden wir dann weiterzocken. Wir werden es wahrscheinlich an einem Stück durchzocken. Und ansonsten, ja, sehen wir uns dann demnächst wieder.
Und für alle Neuen auf dem Channel, Daumen nach oben da lassen, Abo raushauen und natürlich Twitch-Channel in der Beschreibung auschecken und da auch ein Follow da lassen. Und ansonsten haut rein und bis demnächst. Danke, dass ihr dabei wart.